Ihr habt euch einen Grill gekauft mit Gussrosten, einen Dutch-Ofen oder sogar eine Feuerplatte. Heute zeigen wir euch, wie man die Sachen richtig pflegt, so dass ihr auch lange was davon habt. Hola, buenos dias, guten Tag. Mein Name ist Miguel, willkommen bei grillster.de. Wir werden oft von Kunden gefragt, wie man Gusseisen richtig pflegt, also so, dass man auch lange was davon hat. Dazu benötigen wir folgende Artikel. Und zwar als allererstes ein paar vernünftige Handschuhe, die halt auch hitzebeständig sind, weil die Gusssachen werden halt heiß. Wir brauchen eine Pflegepaste, da kann man zum Beispiel die von Petromax nehmen oder man benutzt halt ein Barbecue-Spray, was auf Ölbasis ist. Wir benötigen dazu noch Grillbürsten. Bei Gusseisen ist es immer empfehlenswert, eine Messingbürste zu nehmen, anstatt eine Edelstahlbürste, dadurch, dass die Borsten sind halt weicher. Und wir zeigen heute die sogenannte Brolking-Eisbürste. Dazu aber später mehr. Warum macht man das Ganze? Die Patina-Schicht ist halt das A und O eines Gussrostes. Das ist die Schutzschicht, damit es halt nicht rostet. Die Patina-Schicht besteht aus diversen Sachen. Man kann es halt mit dem Ölspray, wie gesagt, machen. Man kann das mit Kartoffelstärke machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da wieder die Schutzschicht draufzuziehen. Wenn man das Ganze über einen längeren Zeitraum nicht benutzt und die Grillgeräte stehen in der Regel draußen. Draußen ist halt Luftfeuchtigkeit. Diese geht in die Grillkammer rein und greift dementsprechend mal einen Gussrost ein, wenn es nicht geschützt ist. So, dann fangen wir als allererstes mit dem Gussrost an. So sieht das Ganze aus, wenn man es nicht pflegt. Heißt dementsprechend, Es bildet sich Rost und da kümmern wir uns gleich drum, dass das wieder so gut es geht verschwindet. Dazu gehen wir einmal zum Grill. Da habe ich jetzt die kleine Kammer angemacht. Wir werden das gleich reinlegen und einmal schön erhitzen und abbürsten, damit wir halt die Oberfläche erstmal so rostfrei wie möglich bekommen. Und dann werden wir das Ganze mit der Pflegepaste oder mit dem Pflegespray dementsprechend pflegen. Genau, Grill ist schon an, auf kleinster Stufe. Wir legen das Rost erstmal rein und dann lassen wir das erstmal so 10-15 Minuten auf Temperatur kommen, dass das Ganze durch die Pyrolyse erstmal ein bisschen weich gemacht wird. In der Zwischenzeit können wir uns ja mal die Gussplatte angucken. Die Gussplatte an sich sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben halt hier nur stellenweise halt wo die Oberfläche halt keine Patina hat. Auch das kriegt man wieder hin, wenn man die Rückseite des Rostes sich anguckt, hat man auch hier wieder leichte Flugrostbildung. Auch da wieder dasselbe Prozedere, einfach in den Grill reinlegen. Einfach mal den Grill anmachen. Deckel zu und erstmal 10-15 Minuten laufen lassen. Nach den 10-15 Minuten werden wir, wie gesagt, das Ganze mit der Messingbürste einmal abbürsten und dann dementsprechend die Pflegepaste eintragen. Wir hatten ja gesagt, wir lassen das erstmal bei Maximaltemperatur, das was euer Grill hergibt, erstmal laufen, bis es aufhört zu qualmen. Hier sehen wir gerade, das qualmt ganz gut, also sind da noch viele Rückstände, die gleich beseitigt werden. Dann gucken wir mal rein, wie es aktuell aussieht. Hier sieht man schon auf der linken Seite des Rostes beispielsweise, dass es da zu trocken ist. Das heißt, da wird sich früher oder später auch Flugrost absetzen. Gucken wir uns mal hier die Variante an. Genau, da dasselbe Spiel in grün. Sizzle Zone Gussrost ist viel zu trocken, genauso wie unten das Rost auch viel zu trocken ist. Und auch da werden wir dann mit der Pflegepaste arbeiten, weil das schon ein bisschen intensiver ist. Hier können wir halt ganz regulär mit unser Sprühöl arbeiten und das reicht in der Regel aus. Dann holen wir uns schon mal die Bürste und gehen dann ein bisschen drüber. Das Ganze einmal umdrehen, damit auch die Unterseite sauber gemacht wird. Das muss alles nicht klinisch rein sein, sondern es geht nur darum, dass man halt diese Oberfläche, die verdreckt ist, einmal ein bisschen freibürstet. Genau, das reicht in der Regel aus. Die Farbe hier kommt halt auch ein bisschen dadurch, dass wir jetzt hier natürlich ein bisschen Oberflächenrost abgebürstet haben. Das sieht man hier schon an der Bürste, dass sich ein bisschen was da drauf gesammelt hat. Das heißt, man kann halt einfach
irgendwo ein bisschen die Bürste ausklopfen und halt wieder rangehen. Hier ist natürlich halt auch wieder Fett und dann in Kombination mit dem Messing und mit dem Rost entsteht halt diese Farbe. Wir haben den Vorteil, wir haben auf der Seite nochmal einen kleinen Schaber, womit wir das Ganze halt auch dementsprechend ein bisschen beseitigen können. Wichtig ist dabei, dass man halt bei den Gussplatten nicht so sehr drückt, sondern locker aus dem Handgelenk, weil ansonsten mache ich die Gussplatte auch kaputt. Drehen wir mal die Platte um, weil die Rückseite will auch behandelt werden. Also dadurch, dass wir jetzt sehen, dass es aufgehört hat zu quallen, hat das Ganze auch soweit schon gut funktioniert. Wir werden jetzt erstmal die Sachen abkühlen lassen, also heißt dementsprechend, wir machen den Grill soweit aus und warten ab, bis die Teile ein bisschen abgekühlt sind, weil bei der Temperatur brauchen wir da nicht mit Öl dran zu gehen, das würde sofort verbrennen. Dann müssen wir halt warten, bis die Hallen warm sind und dann können wir damit arbeiten. Bevor wir die Gussplatte natürlich einölen, müssen wir sie einmal von den restlichen Staubkörnchen bzw. Rostpartikeln, die noch drauf sind, durch das Abbürsten einmal befreien. Das machen wir kurz mit einem Papiertuch. Nicht wundern, es kann passieren, dass es dementsprechend halt leichte Fusselbildung stattfindet, weil Papiertücher sind jetzt auch nicht so unbedingt das stärkste Material. Aber für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Jetzt, wo wir dementsprechend unsere Grillfläche ein bisschen abkühlen lassen, bereiten wir schon mal die Eisbürste vor. Weil auch da macht es keinen Sinn, jetzt bei 300, 400 Grad mit Eis drüber zu gehen. Die Breuking Eisbürste ist ja eine relativ neue Bürste, die uns am Anfang ein bisschen schockiert hat. Also wir haben sie ein bisschen belächelt, aber dann einmal live in Action gesehen und doch für gut empfunden. Das Ganze wird halt einmal mit den Bürsten, ja, mit der Bürste selbst, also mit dem Halter ausgeliefert. Wir haben drei Bürstenköpfe und einmal unser Einsatz. Genau, hier in den Einsatz wird halt dementsprechend Wasser aufgefüllt. Da kann ich nochmal einen Spritzer Zitronensaft oder ähnliches mit reingeben. Ich kann dementsprechend dann die Bürstenköpfe reinlegen. Lege ich dann ins Gefrierfach und dann habe ich halt immer drei Bürsten direkt zum Einsatz. Vorteil der Bürste gegenüber der herkömmlichen Messingbürste oder halt Edelstahlbürste, wir verlieren keine Borsten. Das heißt dementsprechend, wir zahlen keine 14, 15 Euro für eine Bürste, die ich halt immer wieder ersetzen muss, sondern nehmen halt 10 Euro mehr in der Hand und haben eine Bürste für immer. Wie das Ganze funktioniert, da nimmt man halt einfach so einen Kopf raus. Das wird halt hier oben eingeführt. Da haben wir zwei kleine Nasen, sieht man hier im vorderen Bereich. Die kommen dann halt einfach rein und das Ganze wird reingeklipst. Jetzt warten wir noch ein bisschen ab, weil die Roste haben doch noch ein bisschen Temperatur. Und dann gehen wir mit dem Eis drüber. Vorteil dabei ist, das passt sich immer deiner Gussrostform an. Das heißt, ob das jetzt ein Spitzenrost ist oder eher einen breiteren Rost ist, das passt sich perfekt an, dann kommst du halt schön in den Zwischenräumen rein. Die Bürste ist jetzt einsatzbereit, dann werden wir uns erstmal dran machen und dann sagen wir mal, ob das gut funktioniert oder nicht. Genau. Hier sieht man halt dementsprechend die Rillen. Die bilden sich halt ganz regulär und da kann man halt immer schön von Rille zu Rille arbeiten. Also das, was wir jetzt mit der Eisbürste von Breuking erreicht haben, ist, dass halt genau die Auflagefläche, wo unser Grill gut draufkommt, dass diese halt sauber ist. Das heißt, da auf der Fläche selbst, auf den Spitzen, haben wir halt keine Reste mehr. Wir sind ja eben gerade mit der Eisbürste drüber gegangen. Also da war dementsprechend Wasser auf dem Rost drauf. Das sollten wir als allererstes einmal wieder trocken brennen. Dafür brauchen wir jetzt aber keine 400 Grad, sondern einfach nur, dass ein bisschen Hitze kommt. Im Idealfall über 100 Grad kommen, damit das Wasser halt verdampft und nicht in den einzelnen Poren des Gussrostes oder der Gussplatte dementsprechend bleibt. Wir hatten vorhin erwähnt, dass auf der rechten Seite
auf der rechten Kammer die Gussroste schon sehr runtergerockt waren. Diese werden wir dann mit der Pflegepaste behandeln und genau das tun wir jetzt. Dadurch, dass sie noch ein bisschen Temperatur haben, mache ich das nicht einfach so mit meiner blanken Hand, sondern nehme mir ein Küchentuch dazu. Dann tunke ich einmal das Küchentuch leicht rein, dass ich ein bisschen von der Paste reinkriege, nicht so viel. Und dann tragen wir es erstmal auf der Spitze und dementsprechend auch zwischen den einzelnen Stäben oder Roste, damit sich das schön gleichmäßig verteilt. Das muss jetzt auch nicht überdimensional viel Paste enthalten, also wirklich nur eine dünne Schicht drauf. Wir machen jetzt an den Sizzle Zone Gussrost weiter. Das werden wir auch nochmal mit der Pflegepaste beschmieren, weil es doch schon ein bisschen fortgeschrittene Roststadium ist. Das heißt auch hier wieder nicht zu dick auftragen, sondern wirklich nur eine dünne Schicht schön gleichmäßig verteilen. Wenn das nicht ausreichen sollte, wenn man das nur einmal einbrennt und da ist man immer noch nicht zufrieden, kann man das Ganze halt mehrmals wiederholen. So lange, bis man halt ein befriedigendes Ergebnis hat. Wir haben hier einen Dutch Oven. Da kann man halt auch mit der Pflegepaste zum Beispiel dran arbeiten oder mit dem Öl. Wir entscheiden uns hier für die Pflegepaste von Petromax selbst. Ihr könnt aber jede andere Pflegepaste nehmen, das ist euch überlassen. Genau. Was wir machen werden ist, wir ziehen uns einmal, wie gesagt, Handschuhe an, nehmen halt so ein bisschen von dieser Pflegepaste, das ist ja so Vaseline-artig, sage ich jetzt mal, das schmieren wir dann ganz entspannt erstmal in den Dutch rein. Eine hauchdünne Schicht reicht, also wir müssen da jetzt nicht, weiß ich wie viel draufpacken, damit das eine Wirkung hat. Genau, das machen wir jetzt erstmal. Das ist wie als würdet ihr Creme auftragen. Nichts Besonderes, das müssen wir auch nur innen machen, außen nicht. Genau. Bei einigen Dutch-Öfen haben wir halt auch noch die Möglichkeit, den Deckel als Pfanne zu benutzen. Diese würde ich dann halt auch dementsprechend eincremen, einölen, wie auch immer, weil die können halt auch Flugrost einsetzen. Aber wie gesagt, nur die innere Seite, von außen braucht ihr die Dutch-Öfen nicht mit der Pflegepaste zu pflegen, außer ihr wollt, dass die halt immer einwandfrei aussehen. Aber das ist Arbeit, die man sich sparen kann. Ja, dann sieht man, das Ganze glänzt dann halt schön. Als nächstes werden wir die Gussroste einsprühen. Wir nehmen diesmal das Barbecue Spray. Achtet bitte darauf bei dem Barbecue Spray, dass die Roste nicht zu viel Temperatur haben. Und noch wichtiger, achtet darauf, dass die Brenner eventuell sogar darunter aus sind. Ansonsten habt ihr ein dezentes Aufflammen im Grill. Und das möchte man beim Gasgrill möglichst vermeiden. Genau, also man sprüht halt einfach von links nach rechts, von oben nach unten, so wie ihr es wollt. Wichtig ist, schön gleichmäßig, dass alle Teile der Grillfläche ein bisschen was abkriegen. Genau, ich mache das immer ganz gerne, dass ich einmal von oben nach unten und dann von links nach rechts gehe und dann dasselbe Spiel, aber halt von rechts nach links und von oben nach unten. Genau, das sollte dezent reichen. Was wir jetzt machen, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ihr fertig seid mit Grillen, könnt ihr es einfach eingesprüht lassen und dann erst beim nächsten angrillen, den Grill einmal vernünftig auf Temperatur bringen, sodass ihr das Ganze halt einmal einbrennt. Oder ihr brennt es direkt im Anschluss ein, das ist euch überlassen. Jetzt erhitzen wir den Grill auf ca. 200 bis 250 Grad, mehr brauchen wir nicht zum Einbrennen. Alles darüber hinaus wäre zu viel Hitze und das würde nicht vernünftig einziehen in den Poren. Genau, schon ist der Brenner an.
Dann regeln wir das Ganze ein. Wie gesagt, 200 bis 250 Grad mehr benötigen wir hier nicht. Wir haben noch eine Resthitze von 100 Grad. Das heißt, das sollte recht zügig erreicht sein. Und das lassen wir halt, ja, gute 20, 30 Minuten auf der Temperatur laufen, dass es genug Zeit hat, vernünftig einzuziehen. Dasselbe machen wir gleich mit dem Dutch Oven auch. Das heißt, ich werde auch gleich die Gelegenheit nutzen und den Dutch Oven mit dazustellen, weil das ist halt die Temperatur, die benötigt wird. Das Sizzle Zone Rost, was wir halt dementsprechend mit der Pflegepaste mit eingeschmiert haben, das lege ich jetzt nochmal bei 200 Grad zu den anderen Rost dazu. Das ist in Ruhe bei recht niedriger Temperatur vernünftig einziehen kann. Bei den Öl auch wieder dasselbe Spiel, nicht über 250 Grad kommen, weil ansonsten verbrennt es einfach nur und es hat nicht die Chance, vernünftig einzuziehen. Wir machen jetzt mit der Gussplatte weiter und mit dem Dutch Oven. Die Gussplatte müssen wir noch einmal einölen. Das werden wir jetzt auch dementsprechend machen. Dazu gehen wir einmal zum Grill. Und ölen beide Seiten ein. Wir werden das jetzt ausnutzen und werden die Gussplatte als Unterlage für den Dutch Oven nehmen, weil wir haben einen Dutch Oven mit Füßen und da steht dann nicht so gerade auf dem Rost. Der wird einfach nur reingelegt, genauso wie der Deckel. Einfach reinlegen, 200 Grad. Und dann in Ruhe nochmal ziehen lassen, bis es aufhört zu qualmen. Und dann sind wir auch schon fast soweit. So, nach circa einer halben Stunde sieht man, es qualmt nicht mehr. Also können wir jetzt mal nachgucken, wie weit das Ganze ist. Und man muss schon sagen, das sieht alles schon vernünftig eingebrannt aus. Ne? Das heißt, damit lässt sich schon mal arbeiten. Die Gussplatte, die glänzt wieder, die ist nicht mehr so, ja, golden, knusprig, braun wie eben. Wenn wir uns mal die andere Seite gleich einmal angucken können. Genau, die glänzt wieder schön, das heißt, Patina-Schicht ist wieder drauf. So soll es sein. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Gussroste an. Und hier sieht man auch schon mal gut, dass es halt auf der rechten Seite noch leicht glänzend ist. So möchte man das erreichen. Auf der linken Seite erkennt man, dass es halt recht trocken ist. Also da könnte man noch zwei, dreimal dieselbe Prozedere anwenden, damit man da bessere Ergebnisse erzielt. Aber so im Großen und Ganzen hat man schon mal die erste kleine Patina-Schicht drauf gemacht. Dadurch, dass wir beim ersten Mal kein befriedigendes Ergebnis hatten, haben wir das Ganze noch ein zweites Mal eingebrannt. So sollte es dementsprechend aussehen. Man sieht, dass das Ganze halt in den Bereich eine schöne dunkle Farbe bekommen hat. Daran erkennt man, dass da halt eine vernünftige Patina-Schicht sich drauf abgelegt hat. Auch hier erkennt man wieder bei der Grillfläche, dass wir deutlich bessere Patina haben als im ersten Vorgang. Gucken wir uns jetzt mal den Dutch Oven von innen an. Genau. Und dann sieht man auch hier wieder, die Paste ist vernünftig eingezogen. Ist vielleicht noch ein bisschen zu viel Paste gewesen, aber zu viel schadet nicht. Man kann es ja noch mal einbrennen. So hat man definitiv eine vernünftige Schutzschicht drauf. Ihr solltet nicht vergessen, bei den ganzen Gussplatten und bei den ganzen Dutch-Öfen, wenn ihr hartnäckige Rückstände habt, dann könnt ihr halt einfach einen Ringreiniger nehmen, da einfach drüber gehen mit lauwarmes Wasser. Wichtig ist danach wieder einmal trocken brennen und danach vernünftig einbrennen. So, ich hoffe, ich konnte einige eurer Fragen beantworten zum Thema Gusseisen. Wenn noch weitere Fragen offen sein sollten, bitte benutzt die Kommentarfunktion. Wir planen auch in Zukunft auf jeden Fall Videos in solchem Format zu bringen. Und dementsprechend würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder unseren Kanal abonniert, damit wir uns in Zukunft auf jeden Fall wiedersehen. Bis bald und bis dahin, gut Blut!